sind schon seit heute Mittag hier und wie es halt manchmal so ist, wenn dem Alkohol nicht abgeneigt ist, entwickeln solche Tage immer eine Eigendynamik. Aber das ist nicht der Punkt, worum es geht. Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir eine gute Zeit haben und dass wir auch Spaß zusammen haben. Aber ich glaube, auch wenn es plakativ klingt und immer so abgedroschen, das ist ein Ort, an dem so eine Sache funktioniert und das ist auch ein Ort, wo es Gleichheit gibt, wo es scheißegal ist, ob du schwarz-weiß, gut kariert bist, Mann, Frau, ist Wurst und einfach irgendwo das Gefühl von Gleichheit gibt, wo niemand über dich richtet. Das gibt's da draußen nicht und das soll auch keine Weltverbesserer-Scheiße sein. Aber wenn jemand eine Veränderung haben will, wenn jemand eine Veränderung machen will, dann soll er bei sich selber anfangen und nicht bei dem, der neben ihm steht und mit dem Finger auf ihn zeigt. Das ist alles Bullshit. Göttin! Thank you.
Vielen, vielen Dank. Ach, ein bisschen Lärm für Kante. Nochmal, jeder, der auf eine Show geht, soll eine gute Zeit haben. Aber soll auch nicht die kleinen Clubs vergessen. Irgendwelche DIY-Shows und auch nicht die Bands aus der Region. Metal Refuse, Believe, Coldburn, World Eater aus dem Saarland. Das ist alles cool, was man hat, und es ist alles cool, was irgendwo anders herkommt. Aber im Endeffekt ist immer die Basis und das, was einem irgendwo den Rückhalt gibt, das, was bei einem zu Hause ist. Und das sind die regionalen Bands, das sind die regionalen Clubs. Und, ach, scheiß drauf. Es ist immer mit diesem gleichen Spruch, scheiße draußen. Hoffi von Lighted Up kann das eigentlich immer viel besser wiedergeben. Ich komme mir immer beschissen vor, wenn ich versuche, intelligent zu quatschen und ich krieg's nicht rüber. Aber jeder, der hierher geht, sollte eigentlich wissen, wo er ist und warum er hier ist. Ihr braucht mein Gerede nicht, ihr habt euren eigenen Kopf. Kurs, Gewehr, go! 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 We'll be right back.
Vielen, vielen Dank. Danke Errol, danke Alex, danke Tobi, danke Tinkteufel, danke Cortex. Das ist wieder nicht bloß runterbeten oder runterpredigen von Danksagung. Ohne solche Leute gäbe es hier wahrscheinlich nicht die Art von Shows. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ohne die Leute, die kleine DIY-Shows irgendwo auf die Beine stellen und einfach was machen, nicht um Fame zu kriegen, nicht um cool zu sein, sondern einfach der Sache wegen. Ihr habt hier, ich bekomme meinen ganzen Respekt. Respekt. Balance of power. Respect the hardcore scene.
Tirol! Das Line-Up erklärt eigentlich, oder das erklärt sich schon selbst, ohne das Alte gäbe es nicht das Neue, ohne das Neue war das Alte irgendwo nicht existent. Und durch diese Koexistenz und durch diese Entwicklung haben wir das, was wir jetzt hier haben und das, was ich vorher schon gesagt habe. Es ist nicht der Nike-Schuh, es ist auch nicht beim Skinner der Dr. Martens Schuh und es ist auch nicht beim Punk oder Hero, der einen Unterschied ausmacht. Das ist die Scheiße, die du hier mitträgst und auch wenn du es zum 10.000 Mal hörst, das ist die Scheiße, die einen Unterschied macht. Trapped. Thank you.